Hi, ich bin der Alex von der Flugschule hier Rundell. Wir haben jetzt unseren Schirm sortiert. Die Leinen sind alle in Ordnung, liegen gerichtet vor uns. Und jetzt hängen wir uns mit den Leinen bzw. Traggurten am Gurtzeug ein. Verbinden den Schirm mit dem Gurtzeug. Also, bevor ich das mache, gehe ich nochmal ganz leicht nach oben. Check die A-Leinen, sind die obersten. Hier habe ich keinen Verdreher mehr drin. Hier ist alles wie zuvor sortiert in Ordnung. Also, das hier darf quasi nicht mehr sein. Die Leinen müssen alle frei gängig sein. Keine Leine darf die andere mehr kreuzen. Dann nehme ich den Tragegurt über den Handrücken drüber, wie so ein Stift, wie ein Kuli in die Hand. Die Rollen dabei von dem Beschleuniger zeigen nach oben. Jetzt schnappe ich mir hier meinen Karabiner, öffne den, halte den mit der Hand fest, drehe diesen Stift 90 Grad nach außen, hänge dann den Tragegurt in den Karabiner ein, mache ihn wieder zu, verschließe ihn und fertig. Andere Seite analog. Halte wieder meinen Tragegurt nach oben. Check nochmal. Die A-Leinen sind die obersten Leinen. Hier habe ich keinen Verdreher drin. Dann wieder über den Handrücken drüber, wie wenn ich mit dem Stift schreiben wollte. Die Rollen zeigen wieder nach oben. Öffne den Karabiner. Halte den fest. 90 Grad nach außen drehen, rein damit, zumachen, fertig. Jetzt habe ich hier noch die Beschleunigerrollen. Die müssen, oder der Beschleuniger, der muss auch noch verbunden werden. Den greife ich mir hier hinten an dieser Rolle, greife ich mir die Leine raus, achtet darauf, dass ich hier keine Verschlaufung mehr habe, sowas darf nicht sein. Ja, also immer hinten an der Rolle wegnehmen die Leine, hol mir die raus und hänge die von außen in den Beschleuniger ein. Andere Seite genauso. Hier hinten nochmal checken. An der Rolle hole ich mir die Leine. Hol mir diese Haken, diese Brummelhaken. Fäll die ein. Und jetzt bin ich mit dem Schirm verbunden.